Hello people, willkommen zum Let's Play Super Sequel 2. Und jetzt haben wir hier diesen wunderschönen Turm hier. Zack, zack, zack. Okay, das ist hier so ein Stufending. Hier geht's dann nach oben. Machen wir bei mir am Kopfhörer ein bisschen leiser und dann zack. Aber ja, an den kann ich mich aus dem Remake, also Sequel 16, noch sehr gut erinnern. Zack. Naja. Also das ist das, so ein Turmlevel gab schon an. Genau, Aufbau kann ich mich aber nicht mehr so gut erinnern. Okay, und die Feder, die wir verloren haben, kriegen wir gleich zurück. Das gefällt mir sehr gut. Wirklich, ups, wirklich schwierig ist es bisher nicht. Nur solche Stellen mit den Chucks, die könnten ohne Federn ein bisschen fies sein. Aber ansonsten sehe ich jetzt da keine großen Hürden irgendwie. Ja, diese Springstellen auch irgendwie, aber... Zack. Zack. Okay, hier gibt es jetzt eine Feuerblume statt einer Feder. Gefällt mir eigentlich nicht so. Wiggler, was auch immer die hier machen. Ich habe keine Ahnung. Ja, und wenn die mit Stachis im Kombi auftreten, dann gefällt mir das irgendwie gar nicht. Okay, aber so kann man sich da irgendwie durchmogeln. Okay, und durch die Stachis müsste man sich auch irgendwie durchmogeln können. Zack. Hilfe. Zack. Boinks, boinks. Hilfe. Okay, jetzt haben wir natürlich dooferweise unsere schönen Federn verloren. Ah, ja. Aber es geht noch irgendwie drüber. Problemlos. Hoch, hoch. Zack, 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 zack. Spring, spring und wow. Hilfe. Puh. Okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich das hier unbeschadet überlebt habe. Okay, das wird jetzt aber mit Sicherheit kein unbeschadetes Überleben, nee. Ups. Okay, das Level ist schon relativ lang. Da kann man nichts anderes zu sagen. Umso frustrierender wäre das, wenn man die jetzt verreckt. Okay, muss man hier rein? Okay, wo sind wir hier jetzt? Wir haben jetzt einen Pilz, okay. Und dürfen wir darunter gehen. Und weiter. Und nochmal in diese Röhre rein. Zack. Okay, ich werde mich vollends mit Federn ausstatten hier. Weil das soll man ja offensichtlich tun und dann hochfliegen. Okay, hier einmal auf die Säge warten, die an uns vorbeiziehen will. Und dann nach oben. Und dann... Ja, Mannschaften gibt es auch noch. Zack. Okay, und damit hätten wir das erste Schlossding hier geschafft. Okay, hier scheint es nur zwei Schlosslevel hier zu geben. Nämlich die beiden hier. Und eins
mit so Wasserflächen, die offenbar Wasserfälle irgendwie darstellen sollen, was ziemlich hässlich aussieht, so Cut-Off-mäßig hier. Okay, und was ist hier oben? Ein paar Fische, ein bisschen Wasser und sonst. Kann man da hier irgendwie runter und man kommt in einen Bonusraum mit Fischen und vier Münzen oder wie? Ja, sieht so aus. Okay, aber ich werde jetzt nicht alles detailliert holen. Okay, und das ist dann wahrscheinlich wieder diese andere Stelle. Plopp. Okay. Also da in einem Bonusraum, da gewinnt man nicht viel, außer ein bisschen Geld. Deswegen werde ich jetzt den ab jetzt überspringen. So. Das war jetzt nur dieser eine Koopa, der hier gezielt überflogen wurde. Spin Jump. Zack. Auch mit dir. Okay, jetzt hier haben wir hier japanische Schriftzeichen und muss ich hier jetzt ein Safe State setzen, weil mich die beiden Röhren an unterschiedliche Orte führen. Okay, das ist wahrscheinlich Betrug. Und nur eine dieser beiden Röhren führt mich zum Ziel. Oder wie? Oder wie oder was? Wie soll ich mir den Blödsinn jetzt vorstellen? Zack. Hilfe. Zack. Okay, und was will uns die erste Röhre? Da ist dann das Ziel. Das ist wieder so eine unnötige Todesfalle da, die dann ans Ende irgendwie verbaut wurde. Also, ich habe das hier vergessen. Okay, dann haben wir jetzt die Special World abgeschlossen. Also, und wir haben natürlich wieder die übliche Overworld-Färbung, weil man die als Special World abschließt. Okay, ich will jetzt nicht wissen, wie die Geisterwelt aussieht, aber ich erfahre das ja sowieso. Na gut, eigentlich sogar ein bisschen besser von der Palette her als vorher. Okay, und dann werde ich in Cut setzen und dann machen wir das Final Castle. Bis dann, Leute. Hello, people, ich bin jetzt wieder hier zurück im Final Castle. Zack. Also, jetzt haben wir diese wunderschönen Viecher da. Okay, und ich ahne schon, das ist wieder so ein Ding. Das heißt, boah, ich werde jetzt hier wieder alle Räume zeigen, so wie das üblich ist in Final Castles bei mir. Zack. Das heißt, ich werde jetzt hier bis zum Midway Point eine Reihe von kleinen Räumen machen. Und dann ein Safe Set laden und dann, ja. Zack. Ja, jetzt machen wir noch einen Raum 3, auch wenn der mir auf den ersten Blick sehr unsympathisch ist. Mit dem Kamek und so. Uah. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Uah. Okay, das müssen wir nochmal machen, also diesen Raum 3. Ich will nicht nur alle Räume anteasern, sondern auch fertigstellen, das ist hier mein Anspruch. Aber so wird das natürlich nichts. Mann.
Jetzt muss ich natürlich den ersten Raum nochmal machen, auch wenn mir das nicht gefällt. Okay, und rein mit dir. Hilfe. Okay, dann haben wir das Ding schnell weggebracht. Das war wichtig, dass der Kamek jetzt abhaut. Was ist das hier? Aua. Hilfe. Bah. Nope. Okay, jetzt sind wir wieder auf den Kamek angewiesen. Ja, man hat die Tür gesehen. Ich hoffe, das reicht. So, das heißt... Also, ich hoffe, das reicht, dass man die Tür gesehen hat. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal diesen Raum zu machen. Dann wenden wir uns jetzt den Räumen zu hier. Mal. War. Zack. Okay, der Raum ist zwar nervig, aber irgendwie, aber der ist schon machbar, ein bisschen. Also wirklich schwer war da jetzt nicht. Also bei weitem angenehmer als dieser scheiß Kamek-Raum. Und ich denke mal, dass das auch auf den hier zutreffen wird, auch wenn jetzt hier eine Säge unsichtbar geglitscht ist eben. Zack. Zack. Und mit Waypoint. Warte, dann können wir hier eigentlich ein Safe State machen, weil wir dann noch wahrscheinlich die Hälfte der Räume durch haben. Jetzt machen wir hier die beiden und das ist ziemlich viel Chaos, was einen hier erwartet. Hilfe. Hilfe. Okay, jetzt haben wir Nummer 7. Ja. Also wieder ein Raumsetting, das mir nicht gefällt. Ich glaube, das dürfte, glaube ich, niemanden wirklich so richtig überraschen, dass mir das nicht gefällt. Ja. Das heißt, wir dürfen nochmal hier rein. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, da die Räume da alle in einem Abwasch da irgendwie zu erledigen, die einigermaßen homogen sind. Hilfe. Aber abgesehen von diesem Chuck-Viecher-Spam da am Anfang ist der Raum sehr human, finde ich. So. Zack. 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 So, Nummer 7. Hilfe. Hilfe. Okay, das wird knapp, aber ich schaff's. Was? Nee. Also das will ich jetzt nochmal irgendwie genauer überprüfen hier. Aber okay, lassen wir das. Wir haben den Raum geschafft und darum geht's. Und was jetzt hier irgendwelche Bugs machen, da... Keine Ahnung. Ich hoffe, da muss ich mich nicht drum kümmern.
Und das geht alles und wir können den Hack regulär abschließen, wenn wir da den anderen Raum haben. So. Zack. 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 Und hoch mit dir. Okay, wahrscheinlich war das mit der unteren Röhre, da war der Entrance nicht richtig gesetzt. Zumindest wäre das irgendwie das plausibelste, die plausibelste Ursache für den Tod eben. Zack. 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 So. Okay, und jetzt haben wir wieder den Standard Bowser, gegen den wir irgendwie gefühlt gegen Ende jedes zweiten Hexes da kämpfen dürfen. Hilfe. Zack. Hilfe. Okay, jetzt haben wir hier wieder das übliche, ja, das hier. Help, bla, wir kriegen einen Pilz. Okay. Ja, jetzt macht er erstmal seine Blasen, so wie immer halt. So. Und als nächstes müsste er dann seine Stammphase machen, wenn mich nicht jetzt alles täuscht. Kann mich doch noch auf den, an den erinnern, an den Standard-Bowser, auch wenn das irgendwie ewig her ist, dass ich letztes Mal mit dem gekämpft hatte. Ja, der macht jetzt seine Stammphase. Zack. Boings. Zack. Und damit ist er jetzt tot. Danke. Marios Abenteuer ist over, bla bla bla. Und so weiter. Ja, und es gibt diesmal keine Credits, offenbar. Damit, ich werde gucken, ob es irgendwo noch was anderes gibt. Ja. Aber ansonsten scheint das Ding ja jetzt beendet zu sein. Also, bis dann, Leute. So, ich habe jetzt nochmal kurz im Super Siegfried Wiki nachgeguckt. Müssten 90 Exits sein. Also mit dem Bowser-Castle zusammen müssen wir jetzt die 90 Exits haben, auch wenn das nicht abgespeichert wird. Bis dann, Leute. Dann hätten wir das geschafft. Bis dann, Leute. Bis zum nächsten Hack. Ciao.